Thema heute ionisierende Strahlung. Wir hatten schon beim letzten Mal gesagt, Ionen sind Atome, wo entweder zu viel oder zu wenig Elektronen dabei sind. Und beides ist spannend genug. Und die ionisierende Strahlung, die also radioaktive Strahlung, ist, die können wir nicht riechen, nicht schmecken, nichts, gar nichts. Die durchdringt einfach Stoffe. Mehr oder weniger stark, aber immerhin ausreichend stark, dass sie Krebs verursachen kann und alles solche Dinge. Damit man die nachweisen kann, erinnern wir uns nochmal an Becquerel. Ach, jetzt habe ich ihn wieder falsch geschrieben. Erst das C und jetzt das Q. Becquerel. Ja. Der hat einfach Folgendes gemacht und das wird heute noch gemacht in sogenannten Photometern, nennen die sich. Photometern. Obwohl die keine Photonen nachweisen, sondern ionisierende Strahlung nachweisen. Die bestehen einfach aus einem lichtdichten Plättchen, wo ein anderes lichtdichtes Plättchen drunter geklebt ist und dazwischen, da ist praktisch eine Art Film. Und dieser Film, der wird dann hinterher mal ausgewertet. Wenn also zu vermuten ist, dass eine Person ionisierender Strahlung ausgesetzt wurde oder werden wird, gibt man ihr einen Photometer mit. Das ist also ein Plättchen, wo ein Film drin ist, der nicht belichtet wird, sondern der ja, so wie Becquerel das letzten Endes auch entdeckt hatte, der durch die ionisierende Strahlung in Anführungsstrichen belichtet wird. Und dieses Plättchen wird hinterher entwickelt und dann wird gesehen, wie schwarz ist es geworden. Das wäre eine Variante. Das ist sehr billig herzustellen, ne? Ein kleines Stückchen Film, das kostet nichts weiter, zwei Plastikscheiben, die lichtdicht sind, aufeinander geklebt, hinterher wird es aufgemacht und dann wird geguckt. Da drin ist Silberbromid, falls jemand das interessiert. Silberbromid, also Silber- und Brom-Verbindung. Silberbromid. Das ist nichts weiter Besonderes, aber denkt mal nochmal an ionisierende Strahlung und machen wir es mal anders. Und jetzt kommen wir gleich zu einem zweiten Ding. Und zwar, wenn ionisierende Strahlung auf Gas trifft, dann gibt es das sogenannte, nach den Erfindern, Geiger hieß der eine und der andere Müller, Geiger-Müller-Zählrohr. Da wird folgender Effekt ausgenutzt, und zwar Gas wird ionisiert. Und wenn Gas ionisiert wird, wird es leitend. Und dieses Prinzip, das habe ich hier schon mal ein kleines bisschen in der Zeichnung oder Skizze vorbereitet, das ist eine ganz einfache Geschichte, aber sehr leicht herzustellen. Stellen wir uns mal dieses schwarze Rohr, Zählrohr, stellen wir uns das mal als abgeschlossenes Rohr vor, im Allgemeinen aus Metall, also das außen ist Metall. Und hier innen das Blaue, was ich gemalt habe, ist isoliert aufgehängt, sodass es nicht mit dem Metall direkt leiten kann. Das ist einfach ein Draht. Der ist in der Mitte aufgespannt. Und jetzt kann man sich hier vorne vorstellen, ich versuche das mal so in Gelb anzudeuten, hier vorne Gelb, das ist sozusagen eine Plastikscheibe und da ist der Draht festgemacht. Hinten haben wir eine Plastikscheibe, da wird der Draht durchgeführt. Und jetzt passiert Folgendes, das ist eigentlich ganz leicht. Man schließt hier an diesem Metallrohr, eigentlich ist es ja nur ein Metallrohr mit zwei Abdeckungen, schließt man den negativen Pol einer Spannungsquelle an. Und über einen Widerstand, deswegen habe ich das extra blau gemacht, über einen Widerstand wird der positive Pol einer Spannungsquelle angeschlossen. Und es werden um die, um die rund 400 Volt, 400 bis 500 Volt. Zu viel ist nicht gut, zu wenig funktioniert auch nicht. Ab 320 Volt ungefähr funktioniert es. 400 Volt ist eine typische Spannung bis maximal 500 Volt. Ganz einfach. Wir haben schon mal, ich glaube, ich habe es euch gezeigt, die Gasentladungsröhren, hier die vielen Glasröhren. Da war teilweise Edelgas drin, unter geringem Druck. Und ich habe eine hohe Spannung angelegt, so 5 Kilovolt, damit es richtig auffällt. Und das fing von alleine an zu leuchten. Das heißt, dieses Gas konnte dann plötzlich den Strom leiten. Dieses Gas, was hier drin ist, ich mache es mal in grün, hier überall, ist ein Edelgas. Egal jetzt welches, wir nehmen jetzt einfach mal eins der Edelgase. Edelgase wissen wir, die sind chemisch gesehen ziemlich träge. Die wollen mit nichts reagieren, die haben ja genug Außenelektronen. Aber was passiert jetzt? Jetzt müssen wir das mal praktisch zeitlich staffeln. Was passiert? Wir nehmen mal an,
ein ionisierendes Teilchen durchdringt, das ist dieses Teilchen. Können Alpha- oder Beta-Strahlung sein, also je nachdem. Ionisierendes Teilchen tritt ein, schreibe ich mal einfach. Wohin? Na, da in das Zellrohr. Dann ionisiert es das Gas, zweiter Effekt, es ionisiert das Edelgas. Und zwar zunächst ein einzelnes Gasatom. Moment. Ein Atom. Das wird zu einem Ion. Durch dieses Anstoßen und dadurch, dass ein Elektron frei wird und welches auch wieder andere Edelgasatome anstößt, werden weitere Edelgasatome ionisiert. So, und wenn das passiert ist, und jetzt übertreibe ich mal, ich mache es mal rot, wenn also hier in der Nähe des Drahtes ein Ion entstanden ist, durch Anschubsen ein weiteres, auch in der anderen Richtung, das heißt also, wenn hier so eine Art Ionenkette entstanden ist, dann habe ich hier für eine ganz kurze Zeit das Gas leitend gemacht, an dieser Stelle. Das kann auch hier hinten oder sonst wo sein, ganz egal wo, hier irgendwo im Geiger-Müller-Zellrohr, da passiert das. Das ist eine sogenannte Stoßionisation. Das müsst ihr euch aber jetzt nicht merken. Jetzt gibt es eine Frage. Viertens, wenn ich also hier letzten Endes eine ganz kurzzeitig, das geht innerhalb von einer Nanosekunde, praktisch eine Art Blitz geschaffen habe, heißt das, es fließt Strom durch diesen kleinen Blitz durch. Das heißt, hier fließt Strom in diesen blauen Stromkreis. Und am Widerstand kann ich eine Spannung messen. Da habe ich geschrieben. U-Impuls, schreibe ich mal ran. Ich mache es mal vergrößert. Eine Impulsspannung. Impuls heißt also nur ein ganz kurzer Moment. Die Spannung macht praktisch von 0 Knicks, einen ganz kurzen Zack nach oben und das war's. Mehr nicht. Also, Impulsspannung messbar. Und diese Impulsspannung, die kann ich, naja, messen. Was gibt es da zu messen? Die wird sich um die 400 bis 500 Volt bewegen, aber das ist gar nicht mal so spannend. Ich kann Folgendes machen. Ich kann die auch auf einen Verstärker und einen Lautsprecher legen und kann die hörbar machen. Und ich kann die auf ein Zählgerät legen. Mit Ziffern, richtig. Welches mir die Anzahl der Impulse zählt. Und je mehr Impulse pro Zeit, umso höher ist die Strahlung. Das ist das ganze Prinzip. Ich schreibe, kleinen Moment, geht gleich weiter. Also, je mehr Impulse, desto höher die Strahlung. Desto stärker, schreib mal hier, stärker die Strahlung. Bis dahin müssen wir uns das merken und das Ganze machen wir jetzt in einem praktischen Teil. Hier gibt es noch eine Frage. So, zusätzlich zu dem Edelgas füllt man noch, ich sage jetzt einfach mal ein Löschgas rein. Ich nenne es ganz einfach Löschgas, sagt man auch teilweise so. Das könnte Alkohol zum Beispiel sein, Methanol, Ethanol, also C2H5OH zum Beispiel. Oder. Und das Löschgas ist dafür verantwortlich, dass es diese ionisierten Edelgasteilchen, die Edelgasionen, wieder bremst, damit die nicht noch weitere anschubsen, sonst hätte ich eine Dauerleitung. Dann könnte ich nichts Neues mehr registrieren. Das heißt, dann ist alles wieder im Ausgangszustand und das Ganze nennt man dann, bis das wieder gelöscht ist, Löschvorgang beträgt rund 10 hoch minus 4 Sekunden. Ich schreibe mal Sekt dahinter. Das nennt man auch Todzeit. In der Zeit kann man nichts weiter nachweisen. Heißt wirklich Todzeit. Da ist nichts nachweisbar in der Zeit. Gut, lassen wir es an der Stelle genügen. Ich werde dann hier einen Link einfügen zu dem praktischen Teil,
Wir haben das Ding dann nämlich nochmal in der Praxis. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Gut, machen wir das Video an der Stelle erstmal dicht und es geht dann im praktischen Teil weiter.